Hey Leute, willkommen zurück zu Fallout New Vegas. Wir stehen vor dem Rapcon-Testgebäude. Anscheinend war das mal so eine Art... Oh, Musik starten, Funksignale fast. Ja, anscheinend sind wir hier auf einer alten Raketenbasis. Ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber für eine Basis ist es dann doch schon ein bisschen zu klein. Nur die Gerätschaften lassen ja schon drauf vermuten, dass es sowas ist. Guck mal, eine riesige Satellitenschüssel. Und halt dieses Observatorium. Und hier ist ein Seiteneingang. Soll ich hinten oder vorne? Oder soll ich nochmal ganz ums Gebäude rum? Na, ich gehe erstmal hier rein. Schade, dass ich nichts Schallgedämpftes habe. Das könnte mir hier von Vorteil sein. Hey, Sie da drüben! Hören Sie mich! Gehen Sie in den großen Raum an der Ostseite dieses Gebäudes und folgen Sie der Metalltreppe bis ganz oben. Und beeilen Sie sich! Wer sind Sie? Wer ich bin, spielt keine Rolle, Glatthaut. Vergeuden Sie keine Zeit und sehen Sie zu, dass Sie da hochkommen. Okay. Auf geht's. Stand der jetzt neben mir? Nee, das war wieder die Sprechanlage. Also meine Erfahrung sagt mir, dass wenn mich jemand als Glatthaut bezeichnet, es sich bei dieser Person um einen Ghoul handelt. Und die sind ja nicht immer schlecht, ne? Ich mag die eigentlich, die Typen. Gibt auch nette. Okay. Ich will kein Licht anmachen, aber ich denke, es wäre eigentlich besser, oder? Ich sehe so wenig hier. Idi, du machst es nicht gerade besser, wenn du so um mich rumsurst. Ich bleib erstmal hier unten und sehe mich mal um. 18 Rat hat das Ding. Ach du Kacke. Ich auch gar nicht saufen, das Zeug dann. Stimpak! Terpentin. Nehmen wir alles mit. Ich habe ja meinen Schleppsklaven dabei. Im wahrsten Sinne. Der beschwert sich auch nicht, das ist voll gut. Aber ich frage mich, wo der das alles transportiert. Der kann sich ja schlecht irgendwie in seinen Torso da reinstopfen. Ich muss Licht machen, sonst sehe ich hier echt zu wenig. Ich nehme mal lieber die Schrot für die Entfernung. Ist es wohl besser? Sind Conductors. Ah, nichts. Oh, Kippchen. Nein, nein. Jawohl. Ah. Idi, bleib bei mir. Okay, ich weiß ihn schon zu schätzen, ne, dass er jetzt mit mir kommt, aber... Ihr Blöden. Oh, hab ich ja schon wieder. Ist hier alles voll mit Ghouls, oder was? Ist doch, das ist doch der Plural, oder? Ghoul oder Ghoul und Ghouls. Ja. Alter. Ekelviecher seid ihr. Die war auch ganz gut. Uiuiuiuiuiui. Wo ist denn dieser eine Ghoul, mit dem ich reden sollte? Na gut, schleichen macht hier nicht viel Sinn, ne? Irgendwie. Immer überall fluppen, finde ich. Überall. Wunderkleber. Wunderkleber. Noch mehr Wunderkleber. Also ich glaube, ich kann die Leute hier bald totschmeißen mit Waffenreparatursets. Oh, findet man überall den Kram, ne? So, Edi, ich habe wieder was für dich. Also bald müsste er ja voll sein, der Arme. Was hat er denn jetzt schon? Sehe ich gar nicht. Waffen. Ja, wenn es drauf ankommt, dann hau ich die einfach zusammen, die Teile, und dann hat er wieder Platz. Warten wir mal gleich. Besser ist, ne? Gott, die... Den Kram nicht. Ja, nee. Warum soll ich eigentlich Kronkorken ablegen? Das ist Quatsch. So. Jetzt die Waffen. Ja, wie gesagt, das... ist alles nur zeitweise hier, bis ich wieder genug Platz habe.
Ja, und dann kriegst du wieder das Lasergewehrchen. So. Schön, ne? Idi. Wir beide verstehen uns, wie das hier läuft. Schon wieder kippen. Ich lasse das irgendwann mal liegen, aber mein Bestreben, mir hat ja jemand geschrieben. Oh, Edi, du warst das. Wie kannst du eigentlich Türen öffnen? Mein Bestreben, über 100 oder 200.000 Kronkorken zu kommen, das gibt's ja noch. Einer von euch hat mir nämlich in die Comments geschrieben, dass er 150.000 oder so hatte. Und ob ich das nicht überbieten könne. Nee, schauen wir mal. Stirb, stirb, stirb. Oh, ich höre da noch einen. Ich bin noch Gefahr, ne? Das heißt, hier rennt noch einer rum. Das ist ja ein Terminal, das hat noch funktioniert. Mitarbeiterterminal. Auch ein Mitarbeiterterminal, von daher schätze ich mal, da steht überall dasselbe drin. Och, Kinder, es ist so dunkel hier drin. Und Edi macht es halt echt nicht besser, ne? Ich meine, gut, er hilft mir, aber dieses Surren von ihm, das ist voll schlimm. Das ist voll schlimm, Edi. Du Idiot. Nein, ist ein netter. Ein lustiger R2-D2 im Flugformat irgendwie. Der piepst ja nur. Ach, warte mal. Das geht auch. Super. Gemeinschaftsküche. Interne Korrespondenz, bla, an alle Repcon-Mitarbeiter von Emily Neimeyer, Gebäudemanagement. Hallo alle miteinander, bitte vergessen Sie nicht, die Küche ist ein Privileg, kein Grundrecht. Bitte hinterlassen Sie sie im sauberen Zustand, Sie wissen ja, eine saubere Küche ist eine glückliche Küche. Vielen Dank, Emily. PS, bitte nicht vergessen, im Kühlschrank zurückgelassene Nahrungsmittel ohne Datum werden jeden Feierabend weggeworfen. Verstehen Sie, versehen Sie Ihre Sachen bitte daher mit Datum. Ja, das kenne ich aber genauso. Das macht man so. An alle Repcon-Mitarbeiter von Steve Reynolds, Projektmanager der Raketenanlage. Ich begrüße Sie, liebe Repcon-Mitarbeiter. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass der Abschuss mit Robco perfekt ist. Ah, der Abschluss, nicht der Abschuss. Ach, siehst mal, Robco, ja, das habe ich ja noch erwähnt im letzten Part aus Fallout 3. Ab morgen gehören wir offiziell zu Robco. Die meisten von Ihnen werden gar keine Veränderung bemerken, außer einer Erhöhung der Zusatzleistungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und nochmals herzlich willkommen in der Robco-Familie, Steve. Es hört sich ja sehr traumhaft an, dieses Ding hier, diese Einrichtung. Muss auch mal schöne Büros geben, ne? Ah. Kacke. Da waren noch welche, oder? Auch von denen habe ich jetzt genug, die Betonstahlkeulen. Ah. Au. Was? Wer war denn das? Oh, jetzt habe ich einen Teddybär aufgehoben. Wir hatten da eben Stirb gerufen, war das... Nee, jetzt sag bloß, der hat doch geredet. Hast du geredet, Eddie? Edie? Eddie? Eddie Spaghetti? Oh, der wurde an der Tür eingeklemmt. Haha. Bist denn du? Alter. Das ist ja ein Supermutant, aber der ist grau. Normalerweise sind die doch so grün, oder? Ach, du bist das mit der Betonstahlkeule. Jetzt verstehe ich das. Habe ich den gleich mit abgeballert? War das jetzt gut oder nicht? Ich weiß nicht, vielleicht... gut, er sagte, stirb. Ich schätze mal nicht, dass der... Ah. Ich schätze mal nicht, dass er das nett meint. Okay. Rebound. Oh ja! Oh ja, oh ja! So, wo haben wir es? Reparieren. Da. Ganz wichtig, reparieren. So, und jetzt? Oh, jetzt kommen ganz viele dazu. Mit dem extra Schatzsucher finden Sie wesentlich mehr Nuka-Cola-Kronkorken als sonst. Oder sonst jetzt das Barilla. Ist ja egal, ne? Härte. 3 auf Ihre allgemeine Schadensschwelle. Dieses extra kann 2-mal ausgewählt werden. Ja, jetzt...
Ich weiß nicht, das fand ich zwar ganz lustig. Das habt ihr auch gesagt. Es ist zwar anfangs ganz lustig, wenn die Gegner zerspratzen, aber irgendwann nervt es auch tierisch, weil man nur noch Bröckchen rumliegen hat. Nee, das werde ich mal nicht nehmen. 50% weniger Strahlung, Kannibale, schnelles Nachladen. Dreimal so lange. Nee, das finde ich unnötig. Meistens brauche ich die ja nur direkt im Moment und, ne? Leichte Berührung. Schwere Rüstung ist einfach nicht ihr Ding. Sie haben also gelernt, wie man leichte Rüstung für maximale Leistung modifiziert. Wenn sie leichte Rüstung tragen, erhalten sie 5% auf kritische Treffer, während ihr Gegner minus 25 erleidet. Das hört sich gut an. Das hört sich sehr gut an. Aber ich weiß nicht, ich möchte erstmal die ganzen Sachen hier. So Ladykiller, oder? Heller Kopf. Ich nehme erstmal... Warte mal, was kommt denn als nächstes? Dass ich schon mal so ungefähr... Gourmet, Schrottmunition, Hauruck, Jäger, Insektenforscher. Ich hätte halt gerne dieses, ja gut, das leichte Reisegepäck, das wäre auch ganz nett, aber das sind alles so Komfortteile. Ich brauche wirklich was, was bringt. Flintenchirurg. Hamsterrad, das meinte ich. Genau, alle Gegenstände, die bis zu... Zwei Wiegen wiegen dann noch halb so viel. Das ist voll praktisch. Wisst ihr, wie imbar das ist, wenn man es mal so sagen darf? Stufe 8, Intelligenz 5 und Falschen 70. Mist. Da muss ich mehr in Falschen investieren. Ich nehme erstmal eingefleischter Junggeselle. Und danach irgendwann Ladykiller. Weil ich habe festgestellt, es gibt mehr männliche als weibliche Gegner im Ödland. Und für die Dialogoptionen ist es ja auch ganz nett, aber... Schauen wir mal. Mir geht es erstmal nicht nur um die Dialogoptionen, sondern auch ein bisschen hier besser klarzukommen. Wobei es mir ja nicht schlecht geht. Ich komme eigentlich sehr gut zurecht. Aha, 25 Schlösser geknackt. Das ist super. Guck mal. Oh. Ein Jagdrevolver? Was ist das denn? Coole Sache. Aha. Stealth Boys, 2 Stück. Cool. Ein Jagdrevolver. Ich glaube, die kenne ich, glaube ich. Ich glaube, die kenne ich, glaube ich, ne? Kenne ich, glaube ich. Weiß nicht. Aha. Der macht richtig gut Schaden. 45-70er G-Munition brauche ich dafür, aber... Habe ich nicht so viel. Hole ich mir dann ein andermal. Wenn ich weiß, wo man das kaufen kann, das Zeug. Oh, ich weiß nicht, das Licht... Das lenkt irgendwie nur ab, oder? Also so sehe ich komischerweise mehr. Wenn ich das Licht aus habe, dann... Das Licht, das erhält ja nur einen kleinen Radius um mich rum, aber ohne sehe ich halt dann auch weiter weg alles noch besser. Zwar sehr diffus, aber man sieht's halt. Ne, das ist... So, warte mal, die Schreibtische hier. Ja. Ich habe jetzt nicht alles durchsucht, aber... Ich weiß auch nicht, ob... das machen soll. Jedes einzelne Ding durchsuchen hier. Es wird hier irgendwann mal schnell öde, ne? Warte mal. Jump Action. Okay. Das ist wahrscheinlich dasselbe. Ja. Wahrscheinlich explodieren auch wieder manche. Das fand ich immer so geil in Fallout. Man wusste nie, ne? Explodiert das jetzt oder ist das okay, wenn ich das nutze, das Terminal? Meistens hat man es ja gesehen. Die hatten dann so kleine Antennen oben drauf. Ich habe da aber nie drauf geachtet, soweit ich mich erinnere. Man hat mir es irgendwann mal gesagt und so... Hoppala, jetzt habe ich mich schon wieder... So ein paar 120 vielleicht habe ich es dann mal registriert, aber irgendwie... Kaffeemarkt, weg. Er hat dann so einen Kaffeebecher in der Truhe. Ihr seid doch nicht ganz normal. Zigarettenkarton, ja, ich bin gleich schon wieder überlastet. Idi, ich hoffe, du hast noch ein bisschen Platz in deinem Innenleben da. Ich sage, ich will gar nicht... Wie kann der zum Beispiel so ein Lasergewehr verstauen? Das passt doch gar nicht rein. Guck's dir mal an. Das ist doch nicht normal, was der da... So, Waffen. Laser Rifle. Was juckt denn meine Nase so? Das ist total ekelhaft. Wenn ich hier die ganze Zeit am Machen bin und meine Nase juckt permanent, das ist voll... Doof ist das. Ja, ich bin überlastet, das weiß ich. So. Oh, ich habe auch eine Plasma. Kriegst du alles? 79 erst. Ja, dann
Dann geht da ja noch einiges rein. Du, dann kriegst du mal die ganzen Granaten, kriegst du den Jagdrevolver, Laser, ne? Tornisterladung. Irgendwann, Leute, irgendwann nutze ich die mal. Versprochen. Sonst habe ich nichts, was schwer ist, ne? Das ist voll dumm. Was habe ich denn, was so schwer ist mit mir dabei hier? Die ganze Munition wahrscheinlich. Ja, guck mal, Mikrofusionszellen, was die schon wiegen, der Mist. Drohnenakku, da guck mal, das ist alles Gewicht hier. So eine Missile, 1,5 sogar. ...44er Magnum. So, geht doch. Warte mal, wo war denn diese Halle nochmal, wo... ...wo der eine rumlag. Da ging es auch nochmal rauf. Ah ja. Da war das, genau. Okay. Hier brauche ich mal wieder Licht, sonst sehe ich den Boden nicht. Das ist voll unpraktisch. Bin ich denn jetzt hier? Auch nicht, dass jetzt irgendwie Supermutanten kommen. Die sind richtig hart. Also, Nachtvolk hießen die hier ja, ne? Da ist noch so einer. Guck mal, die haben aber richtig gute Waffen. Also, Energiewaffen sind qualitativ schon sehr hochwertige Waffen. Okay, Glatthaut. Ich lasse Sie rein, aber passen Sie auf, was Sie tun. Denn ich werde auf jeden Fall darauf aufpassen. Weiß nicht, ob ihr das Spiel Overlord kennt, aber das ist auf jeden Fall die Stimme von dem Schergenanführer. Das will ich auch noch let's playen. Da habe ich sogar schon Thumbnails gemacht, ich Freak. Auf jeden Fall, ja, die Stimme, die werdet ihr noch kennen und lieben lernen. Ich finde die voll genial. Meister, eure Schergen. Sind Sie hässlich? Gehen Sie nach oben und reden Sie mit Jason, bevor ich von Ihrem Anblick noch kotzen muss. Das ist doch ein Mensch, oder? Ich sehe es nicht so gut, weil es so dunkel ist, aber... Hey, Sie sind kein Ghoul. Ihre Streiche ziehen bei mir nicht, Glatthaut. Und bei Jason auch nicht. Glatthaut? Ihre Haut sieht für mich aber auch ganz schön glatt aus. Hören Sie auf, mir meine Zeit zu stehlen, Glatthaut. Stehlen Sie lieber die von Jason. Leute, wie geil wäre das, wenn man in Fallout 4 vielleicht auch einen Ghoul spielen könnte? Ich fände das super. Ja klar, das ist ein Mensch, guck mal. Du bist kein Ghoul, du Arsch. Tu doch nicht so. Oh, hier muss ich stehlen. Oh, weiß nicht, will ich nicht. Scrap Metal. Metal all the way, sag ich nur. Metal Beste. Ne, wisst ihr Bescheid. Warte mal. Die lokale Karte, die benutze ich irgendwie überhaupt nicht, ne? Erste Mal, dass ich die jetzt aufmache. Da geht's zur Rapcon Startplattform. Aber du bist ein Ghoul. Bright-Anhängerin. Ist das so eine Art Kult, oder was? Der Hell-Kult, der Bright-Kult. Auch ein Bright-Anhänger. Und die wurden wohl von den anderen Ghulen hier angegriffen, was ja ziemlich untypisch ist, weil Ghule, die greifen sich ja nicht gegenseitig an, wie wir wissen. Ghule sind sich untereinander ja Freunde. Eigentlich. Also, ne? So haben wir es zumindest bei Tenpenny gehört, bei Tenpenny Tower. In Fallout 3, da haben sie ja gesagt, so, ja, die Ghule tun uns nichts, aber Menschen hassen sie halt, ne? Na, hier bin ich doch reingekommen. Ne, da geht's auch nur raus. Zur Rapcon-Anlage. Warte mal, wo geht's denn da hin? War ich hier schon? Ja, scheinbar. Naja, komm. Nicht mehr Zeit verschwenden in dieser Anlage, die vorne und hinten gleich aussieht. Egal, wo ich bin. Bright-Anhänger. Alles nur Anhänger. Oh, warte mal, jetzt kann ich viel mehr Zeug machen. Hihihi. Na, nicht wirklich. Was? Ach, da brauche ich Wissenschaft. Nicht für alles brauche ich Reparatur, ich verstehe. Ich verstehe. Aber Wissenschaft will ich mir auch noch holen, alleine schon wegen dem Hacken. Ja, mir fehlen 4 Punkte. Aber ist nicht wild. Nächster Level up hole ich mir die. Und ich glaube, dann brauche ich auch nicht mehr sehr... Ist das das Teil hier, oder was? Das atmet. Es pumpt irgendwas. Ein Schlückchen... Ich finde, sie haben den Kontrast einfach viel krasser gemacht. Also man sieht im Dunkeln wirklich fast nichts. Und das Helle nimmt einem dafür noch. Ah. Hat mich jemand entdeckt? Nein. Haha, ich war noch unerkannt in dem Moment. Was haben wir denn hier?
Ja, wenn es rot ist, dann will ich da lieber nicht dran gehen. Am Ende hassen sie mich alle. Ist das Bright? Bist du Bright? Nerven Sie Jason, Glatthaut. Ich habe sie nicht gern in meiner Nähe. Du bist auch nicht ganz normal, oder? Und tschüss. Ja. Der ist, glaube ich, ein bisschen durchgeknallt. Hält sich für einen Ghoul, aber ist gar keiner. Und der redet auch wie ein Ghoul. Die haben ja alle so eine kratzige Stimme. Oh. Oh. Jason Bright. Woher habe ich es gewusst? Woher habe ich gewusst, dass du Jason Bright bist? Das ist ja so ein halber Glühender. Hallo, Wanda. Vergeben Sie uns unsere bescheidene Behausung. Unsere wahre Heimat erwartet uns in der weiten Ferne. Sind Sie gekommen, um uns bei der langen Reise zu helfen? Wer sind Sie? Ich bin Jason Bright, der Prophet der langen Reise. Alle Ghule, die Sie hier sehen, gehören meiner Herde an. Ja, ich möchte mehr über diese Dämonen wissen. Die Dämonen erschienen aus dem Nichts. Vielleicht wäre es noch korrekter zu sagen, dass sie überhaupt nicht erschienen sind. Die Dämonen sind unsichtbar. Man erkennt ihre Position nur an einem Schimmer der Luft, wie Sonnenlicht auf Wasser. Sie fielen eines Morgens über uns her, als wir auf dem Weg zum Gebet waren. Wir hatten gerade den Keller betreten. Eine Herde kämpfte tapfer und tötete sogar ein paar. Aber zu welchem Preis? Fast die Hälfte von uns ist tot oder wird vermisst. Der Rest von uns zog sich nach hier oben zurück. Einer der Dämonen faucht uns wild an, aber seitdem haben sie nicht mehr versucht, uns anzugreifen. Dennoch sorgt ihre dämonische Anwesenheit dafür, dass es derzeit keinen Fortschritt bei der langen Reise gibt. Aber jetzt sind sie ja da. Erneut schickt der Schöpfer einen Menschen, der uns bei der Überwindung eines scheinbar unüberwindbaren Hindernisses hilft. Okay, Sie sagen, einer der Dämonen sei auf Sie losgegangen? Ja, über die Sprechanlage. Todesdrohungen für den Fall, dass wir nach draußen gehen. Sicherheitsversprechen, falls wir eingesperrt bleiben. Das ging Stunden so, und es ergab nicht immer einen Sinn. Aber nur am ersten Tag. Seitdem Stille. Werden Sie die Dämonen für uns vertreiben? Okay, ich werde mich drum kümmern. Gepriesen sei der Schöpfer. Gesegnet seien Sie. Gesegnet seien wir alle. Sobald der Untergrund frei von Dämonen ist, können die Vorbereitungen für die lange Reise weitergehen. Hä? Rapcon-Kellerschlüssel. Ich verstehe das nicht ganz. Die Dämonen, sind das dieses Nachtvolk, oder was? Ich nehme es mal an, oder? Weiß ja auch nicht. Würde ich mal gucken. Oh Gott, Leute, es ist so düster hier. Es ist so düster. Ja, wahrscheinlich wollen die sich selbst damit ein bisschen schützen, weil sie halt sagen, ja hier, ihr Ghule, ne? Oh, das sind ja die Brahmin. Ach so, die haben mit dem Verschwinden der Rinder zu tun, schätze ich mal. Ja, jetzt haben wir das Geheimnis auch gelöst. Die unsichtbaren Chupacabras, ne? Von denen was hatten. Du warst das. Kann ich dir nicht den Kopf abschlagen? Schade. Und er hat so schöne Klamotten an. Guck mal, wie so ein halber Indianer sieht der aus. Das sind Stoppschilder. Wie geil ist das denn? Die haben sich ja alles zunutze gemacht. Ach, hier geht's runter. Ja, da wollte ich ja nicht hin, aber hier ist alles so... Ach ja. Genau das habe ich mir gedacht. Jetzt darf ich da aufräumen und alle Supermutanten töten, ne? So. So habt ihr euch das vorgestellt, Kinder. Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Vor allem, wenn die unsichtbar sind. Oh, krass. Guck mal, da ist alles voll, seht ihr? Ja, improvisiertes Bettzeug. Die greifen da irgendwas an, seht ihr? Nee. Da ist aber was Blaues, also was Freundliches. Da ist einer. Yes, einen haben wir schon mal. Ich bin versteckt. Oh, Red Roach Meat. Ich höre die überall rumlaufen, Leute. Aber man sieht sie so gut wie gar nicht. Nur so einen leichten Schimmer eben, wie sie sagten, ne? Oh
Ohne Zigarette. Yom nom nom. Delicious Cigarettes. Gidigit. Warte mal. Ja. Oh nö. Bam, bam. Yes. Was? Die Rache? Ich konnte es nicht lesen. Mach das doch noch schneller, bitte. Die sind aber auch vielleicht, ne? Oh, komm hier. Mm. Oh, ne. Ich hab ihn gehört. Oh! Warum seid ihr so schnell, ihr Penner? Warte mal. Jawoll. Und letzter Schuss. Ja, das war Edie. Sehr geil. Bist der beste Edie. War ich immer noch geheilt? Ja, tatsächlich. Aber dann futter ich gleich noch was. Oh, Squirrel Stew. Was haben wir noch? Noodles. Gibt nicht viel, also mampfen wir gleich alles weg. Jetzt bin ich schon wieder erkannt. Ist das Edie, oder? Ich finde das voll verwirrend, dass ich durch Edie immer erkannt bin, wenn der mich sieht. Das ist ein bisschen bescheuert. Oh. Jawoll. Oh, gleich prischt er wieder ran, ne? Nein! Alter, guck mal, was der mir abzieht. Bam, bam. Ja! Kritische Treffer erzielt mit einhändigen Schusswaffen. Ah, ich finde das schön. Iguana Beats. Dumm, dass die halt alle noch irgendwie Hunger stillen. Ich meine, das ist natürlich gut, aber im Prinzip ist es auch ein bisschen doof, weil ich ja damit dann eigentlich später Probleme kriegen könnte, wenn ich jetzt alles wegmampfe. Aber ich will doch nicht meine guten Stimpacks nutzen, Leute. Was ist denn hier blau? Seht mal. Irgendjemand ist hier freundlich. Hä? Auf jeden Fall ist dahinter was, aber ich will erstmal den nächsten noch töten. Wo ist der nächste? Da war noch einer hier. Der ist auch wieder blau. Oh, oh, oh. Sie sind nicht mehr gut ausgeruht, das ist aber schade. Der schien mir nicht böse zu sein, aber das werde ich gleich überprüfen. Habt ihr gesehen? Der hatte keine rote Farbe. Also auf dem Kompass, ne? Alles, was rot ist, ist böse. Unabdingbar böse. So. Oh, ein Stealth Boy. Ich glaube... Edie... Ich glaube, so langsam habe ich eine Idee, warum die unsichtbar sind. Okay... Warte, wo bin ich denn hier überall? Was ist denn da los? Guck mal, da ist doch einer. Der muss unten sein. Warte mal. Ich check mal die Lokale. Oh Gott. Das ist ja ein Labyrinth, ne? Warte. Der muss hier sein. Da war das Rot. In die Richtung. Wow! Gefängniswärter. Alter, was macht... Das ist mit dem nicht richtig. Oh. Ah, du Arschbär. Die habe ich gezeigt. Ach, guck mal. Eine Flammenpatronenwaffe, das ist ja nett. Und ein Gefängnisschlüssel, cool. Leute, dann würde ich sagen, ich sehe mich nächstes Mal hier noch ein bisschen um. Okay, krass, wie riesig das noch ist, die Anlage. Hätte ich jetzt nicht gedacht... Ach ja, Fallout. Dafür liebe ich es. Für solche unterirdischen Dungeons quasi. Na gut, liebe Leute, Likes, Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen, auch wenn ihr wieder einschaltet. Nächstes Mal, wenn es wieder heißt, Fallout New Vegas.